Manchmal versprechen wir unseren Freunden, Familien und anderen etwas, von dem wir wissen, dass wir es wahrscheinlich nicht einhalten werden. Wir wissen schon, während wir das Versprechen geben, dass wir keine Lust darauf haben und es sowieso nicht tun werden. Wir geben unser Wort, aber am Ende brechen wir es. Die Worte, die wir dafür wählen, lauten Insha'Allah. Wir wagen es, den Namen Allahs für eine Sache zu verwenden, die wir eh nicht einhalten werden. Wir missbrauchen ihn, um am Ende zu sagen, wenn ich es nicht machen konnte, dann weil Allah es nicht gewollt hat. Wir denken uns, wenn Allah es will, dann wird das schon passieren. Aber wen wollen wir hier belügen? Wussten wir denn nicht bereits von Anfang an, dass wir nicht einmal versuchen würden, das Versprechen zu halten? Kennen wir denn nicht den Wert dieses Satzes? Oder verstehen wir ihn einfach nicht? Zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam wurde dieser Satz anders verwendet als heute und spielt eine wichtige Rolle im Leben der Gläubigen. Ibn Abbas radiallahu an überliefert, die Quraysh entsandten An-Nadr ibn Harith und Uqba bin Abu Mu'ayth zu den jüdischen Schriftgelehrten nach Medina und sagten ihnen, befragt sie nach Muhammad, beschreibt ihnen seine Eigenschaften und berichtet ihnen das, was er sagt. Denn sie sind die Besitzer der ersten Schrift und sie haben Wissen über die Propheten, was wir nicht haben. Und so zogen die beiden los, bis sie schließlich in Medina ankamen. Dort befragten sie die jüdischen Schriftgelehrten nach dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, beschrieben ihnen seine Angelegenheit und berichteten ihnen einen Teil dessen, was er sagte. Die beiden sagten, ihr seid Leute der Tora und wir sind zu euch gekommen, damit ihr uns Auskunft über diesen Gefährten von uns gebt. Ibn Abbas berichtet weiter, dass sie antworteten, befragt ihn nach dreierlei Dingen, die wir euch auftragen. Falls er euch darüber Auskunft gibt, dann ist er ein Prophet, der entsandt wurde. Falls er es nicht tut, dann ist er ein Mann, der erfindet. Wenn letzteres der Fall ist, macht mit ihm, was ihr wollt. Fragt ihn also nach jungen Männern, die in früherer Zeit weggingen und was ihre Angelegenheit war. Denn diese hatten eine wunderliche Geschichte. Des Weiteren fragt ihn nach einem Mann, der im Osten und Westen der Erde viel umherzog. Fragt ihn nach dessen Angelegenheit. Und fragt ihn schließlich nach dem Wesen der Seele. Falls er euch über diese Auskunft gibt, so ist er ein Prophet und ihr sollt ihm folgen. Falls er es nicht tut, dann ist er ein Mann, der erfindet. Wenn letzteres der Fall ist, macht, was ihr wollt mit ihm und seiner Angelegenheit. Daraufhin kehrten An-Nadr und Uqba zurück. Bis sie wieder bei den Quraysh waren, dort sagten die beiden, O ihr Quraysh, wir sind zu euch gekommen mit einer klaren Entscheidung zwischen euch und Muhammad. Die Juden haben uns aufgefordert, ihn nach gewissen Dingen zu fragen. Dann berichteten sie ihnen diese. Daraufhin kamen sie zum Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam und sagten, O Muhammad, gib uns Auskunft. Daraufhin stellten sie die Fragen, die ihnen aufgetragen worden waren. Da antwortete ihnen der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, ich werde euch morgen über das Auskunft geben, wonach ihr gefragt habt. Daraufhin gingen sie von ihm weg. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam blieb daraufhin 15 Nächte, ohne dass Allah ihm eine Offenbarung zukommen ließ. Und auch Jibril alaihi salam kam nicht zu ihm. Die Leute von Mekka wurden unruhig und sagten, Mohammed hat uns versprochen, am nächsten Tag Antwort zu geben. Und nun sind bereits 15 Nächte vergangen. Und er hat uns immer noch keine Auskunft auf unsere Fragen gegeben. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam war traurig darüber, dass die Offenbarung ausblieb. Und er wurde traurig wegen dem, was die Leute von Mekka redeten. Dann kam schließlich Jibril alaihi salam von Allah subhanahu wa ta'ala mit der Sure, die Höhle, Al-Kahf, in der all ihre Fragen über die jungen Männer und den umherziehenden Mann beantwortet wurden, sowie die Aussage Allahs subhanahu wa ta'ala, und sie befragen dich über die Seele, sprich, die Seele ist eine Angelegenheit meines Herrn und euch ist vom Wissen nur wenig gegeben. Allah subhanahu wa ta'ala prüfte den Gesandten damit, die Antwort hinauszuzögern, weil dieser sallallahu alaihi wasallam nicht sagte, ich werde euch morgen antworten, insha'Allah. Und sag nicht von einer Sache, ich werde dies morgen tun, es sei denn, insha'Allah. Wie ist es dann bei uns? Diejenigen, die ihr Wort geben, aber es immer wieder brechen und dabei sogar insha'Allah sagen. So sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Kennzeichen eines Heuchlers sind drei. Wenn er spricht, lügt er. Wenn er etwas verspricht, bricht er sein Versprechen. Wenn man ihm etwas anvertraut, verhält er sich untreu.
Ich warne euch und mich, meine lieben Geschwister. Wenn wir ein Versprechen geben, so ist Allah subhanahu wa ta'ala der Zeuge darüber, auch wenn kein anderer es sieht. Wir dürfen den Wert dieses Satzes nicht geringschätzen, sondern müssen verstehen, was für eine Wirkung dieser Satz in unserem Leben haben kann. So lasst uns darauf achten, diesen Satz nur zu verwenden, wenn wir es ehrlich meinen.